Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Försterdorf auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad Armageddon möglichst einfach und erfolgreich abschließen könnt. Und das erreichen wir, indem ich euch immer wieder während meiner Walkthrough-Reihe wichtige Tipps und Tricks mitgeben werde. Zum einen betrifft das dann einige Laufwege, mit welchen wir Ressourcen einsparen können, da wir auf diese Weise einigen Kämpfen aus dem Weg gehen können. Und zum anderen werden wir innerhalb dieser Walkthrough-Reihe immer eine große Anzahl von Truhen öffnen. Auf diese Weise ist es uns dann möglich, schon ziemlich früh im Spiel alle Waffen zu besitzen, und der andere große Vorteil darin ist natürlich, dass wir mit dieser Technik jederzeit sehr viele Ressourcen besitzen werden und dadurch können wir uns dann einige Verbesserungen und/oder Munition craften. Bevor ich das Video jetzt gleich kommentarlos weiterlaufen lasse, habe ich noch zwei Infos für euch. Die erste Info ist, dass ich für die ganzen Armageddon Walkthroughs eine Playlist erstellt habe, welche ihr in der Videobeschreibung finden könnt. Und die zweite Info ist, dass ich mich immer wieder mal dazuschalten werde, um euch dann verschiedene Tipps und Tricks zu den jeweiligen Bereichen mitgeben zu können. Und mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt viel Erfolg und Spaß mit meinem Atomic Heart Armageddon Walkthrough. Wie erkenne ich die aktuelle Alarmstufe? Deine Polymernetzhaut ist mit einer Alarmstufenanzeige ausgestattet. Welche Roboter der Anlage sind sonst noch gefährlich? Alle vermutlich. Außer Tereshkovas, denn sie operieren autonom und sind nicht ans Netz angeschlossen. Also hat der von Petrov infiltrierte Hauptsender keinen Zugriff auf die Tereshkovas. Endlich mal jemand, der es nicht auf mich abgesehen hat. Na, schönen Dank auch. Für nichts. Kollektiv hat offenbar eine unverhältnismäßig hohe Anzahl Roboter in dieses Gebiet geschickt. Kollektiv hat offenbar eine unverhältnismäßig hohe Anzahl Roboter in dieses Gebiet geschickt. Ich empfehle heimliches Vorgehen. Ich komme jetzt schon zu spät zum WDNH. Sechenov meinte, ich müsste mich beeilen. Ein Frontalangriff führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod. Solche Sicherheitssysteme kenne ich, Charles. Die kann ich umgehen. Oh.
hältst dich wohl für clever, was? Astrologen haben eine Atomherzwoche angekündigt. Die Anzahl der Gegner verdoppelt sich. Woher kommen die überhaupt? Ein Hummelroboter transportiert sie aus einer Fabrik in der Nähe. In das Sicherheitssystem hacken? Sich ins System einzuhacken wäre gar nicht so einfach. Zugang verweigert. Bitte gültigen Code eingeben. Wo ist das Feuersöhnchen? Oma, bist du das? Du hast die alte Oma Sina also nicht vergessen? Schön. Du brauchst größere Waffen. Dann kannst du diese fiesen Dinger problemlos ausschalten. Deine Hütte? Was für eine Baba Yaga wäre ich denn ohne eine Hütte auf Hühnerbeinen? Du bist wirklich einzigartig, Oma. In Ordnung, ich komme zu deiner Hütte. Wo ist sie? Siehst du das Feld auf dem Hügel? Die Straße von dem Turm aus entlang. Geh in die Richtung und warte auf mich. Dauert nicht lange. Jetzt bin ich ja da, Söhnchen. Ach, danke für deine Hilfe, Oma Sina. Also, wo sind deine großen Knarren? Die werde ich brauchen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Es ist in der Ecke. Du kennst dich doch mit Volankots aus, oder? Und nimm diesen Bauplan. Autorisierung. Du kannst ihn meinem Fabrikator geben. Major Nechayev. Er Codename weiß nicht. Pet. Im Gegensatz zu deiner Freundin. Was? Welche Freundin? Danke auch. Du bist ein echter Schatz. Du bist keine gewöhnliche Alte. Echt? Schnapp dir im Dorf ein Auto. Es ist ein langer Weg zur Station. Charles, wer ist eigentlich diese Oma Sina? Diese Frage ist schwer zu beantworten, Genosse Major. Ich habe sie noch nie getroffen. Ach echt? Ich dachte, du kennst sie. Wieso denn? Du hast kein Wort gesagt, als wir mit ihr geredet haben. Ich dachte, du willst nicht, dass sie deine Stimme hört. Ich werde mich erst dann offenbaren, wenn ich genau weiß, auf wessen Seite sie steht. Das ergibt Sinn. Und was ist dieses Atomherzprojekt, das Dr. Sechenov gegenüber dem Genossen Molotow erwähnt hat? Dazu liegen mir keine Daten vor. Da musste Dr. Sechenov fragen. Ach, ist dir auch egal. Der Boss wird es mir schon sagen, wenn ich es wissen muss. Lass uns einen Weg zur Station finden. Okay. Öffnen wir das Tor. Ja.
Zu dieser Stelle eine kurze Info. Insgesamt auf dem Weg zur Maglev-Bahn gibt es einige Stationen, an welchen wir uns weitere Waffenblaupausen organisieren können. Und hier habt ihr natürlich dann die Wahl, ob ihr es dann so macht wie ich und die Waffenbaupläne einsammelt oder ob ihr dann mit dem Auto direkt zu dem Bahnhof fahrt. Oh ja! Thank you.
Speichere Daten. Wir haben die Station gefunden und der Zug wartet schon. Wir müssen nur noch einen Platz wählen und es kann losgehen. Ich hoffe nur, dass wir unterwegs nicht auf weitere Hindernisse stoßen. Mal den Teufel nicht an die Wand. Sonst ist noch ein Kanisterschloss an der Tür. Überall liegen Leichen. Sie wurden von den Robotern überrascht. Niemand hat damit gerechnet, dass zivile Roboter derart aggressiv sein können. Sag bloß. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Nach der braunen Pest bewahrten Roboter unser Land vor dem Abgrund. Ein Jahrzehnt später halten die Leute zivile Roboter für zuverlässig und hilfreich. Eine Schande! Sei gegrüßt, Genosse. Wenn das so weitergeht, werde ich den ganzen Weg zum WDNH noch zu Fuß zurücklegen. Ah, was soll ich jetzt machen? Etwa jede einzelne Leiche durchsuchen? Ich würde dir empfehlen, mit den polymerisierten Opfern zu reden. Ah, muss das sein? Zu dieser Stelle habe ich noch folgende Info für euch. Ich mag zwar gerade jetzt jeden dieser Roboter dann gleich zerhacken, also frontal angreifen, solltet ihr aber Probleme mit den Robos haben, würde ich euch definitiv dazu dann raten, dass ihr euch anschleicht und diese dann anschließend mit einem Stealth-Kill ausschaltet. Mit Hilfe der Telekinese und des Polymerschildes sollte es aber im Normalfall keine Probleme geben. Der andere Agent hat überlebt. Ich
Kann ich deine Zugfahrkarte haben, Genosse? Es ist ein Notfall. Bist du lebendig? Kann ich nicht. Da starten wir uns alle. Dann ist deine Fahrt. Ich habe eine Monatskarte. Ist schon ein Monat vergangen. Nein, ein Monat ist noch nicht. Du hast einen Rafik gesehen? Hast du eine oder nicht? Ja doch, nimm sie. Sie ist in meiner Tasche. Ich komme nicht dran. Ich hole sie mir. Danke, Genosse. Halte dich von den Rafiks fern. Die sind gefährlich. Kinder! Sei gegrüßt, Genosse. Bitte wähle einen beliebigen Platz. Abfahrt des Zuges in 10 Sekunden. Wow, wir haben soeben ein wahres Wunder der Wissenschaft erlebt. Und nachdem ihr euch dann hingesetzt habt, habt ihr es auch schon geschafft. Das war jetzt das Försterdorf auf dem Schwierigkeitsgrad Armageddon. Und genau an dieser Stelle, wo dieses Video jetzt endet, werden wir dann im nächsten Teil weitermachen. Und das nächste Walkthrough-Video könnt ihr jetzt oben links im Video anwählen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.